Ihr Lieben, es ist wieder soweit. Eine neue Ausgabe von Koch mal. Und ja, ich habe nicht nur sehr viel Zeit damit verbracht, die Küche vorzubereiten, sondern ich werde auch sehr viel Zeit damit verbringen, sie gemeinsam einzusauen. Und das mache ich wieder mal nicht alleine. Und insofern bin ich froh und auch dankbar, dass sich wieder jemand gefunden hat, der Zeit gemacht hat, Platz gemacht hat in seinem Terminkalender. Und insofern, lieber Lasse, schön, dass du da bist. Hi. Mein Lieber, hey. Grüß dich. Geht's dir gut? Ja, ich hoffe dir auch. Vielen Dank für die Einladung. Also das müsstest du jetzt sagen. Ach, vielen Dank. Ja. Entschuldigung. Gerne. Ungehobelter Möbel hier heute wieder. Fühlt sich wohl in meiner Küche? Ja. Sehr schön. Wie bist du hergekommen? Ja, mit dem Auto. Nicht und, mit den, und auch sehr gut. Nicht mit den öffentlichen. Nein. Inline-Skates ist wieder angesagt. Nee, laufen müsste ich eigentlich. Den einen Tag gehe ich bei mir zu Hause rein und stelle fest, die Nachbarn haben Inline-Skates irgendwie so dermaßen. Also es war fast, als wenn sie bei mir wären, die Inline-Skates. Ich habe kurz überlegt, aber ich glaube, Schuhgröße 38 passt mir nicht. Also es kommt alles wieder. Es kommt alles wieder, ja. Und neulich auch mit Rollschuhen gesehen. Die gleichen Nachbarn. Also ich weiß nicht, ob sie noch in der Erfindungsphase sind, aber so ist das manchmal. Lieber Lasse, du hast uns was Tolles mitgebracht. Was machen wir heute Schönes? Wir machen heute Pad Thai, ein thailändisches Nationalgericht. Das hast du kennen und lieben gelernt, als du... Als ich Thai-Boxen war, in der Tat, vor rund 10 Jahren. Ja, jetzt gerade ganz kurz. Schnell angespannt, ja. Mach doch mal frei oben rum, lass uns das doch mal... Nein, das können wir nicht senden. Sonst. Nee, wahrscheinlich. Nee, habe ich beim Thai-Boxen kennengelernt. Ich war 2 Stunden trainieren und danach hatte ich Bärenhunger. Du bist mit dem Flugzeug nach Thailand geflogen für 2 Stunden trainieren und dann bist du zurückgeflogen. Ja, und dann 2 Stunden pro Tag mal 3 Wochen. Ja, der Nachhaltigkeitshalber, Fußabdruck und so weiter. Na gut, alles cool. Und da hast du eine Strandbude gehabt quasi, oder? Eine Strandbude mit einer sehr alten, sehr zahnlosen Dame, die mich immer freudig begrüßt hat. Zahnlos? Zahnlos. Okay. Aber ein fantastisches Lächeln, ja. Und die hat für mich immer Partei gekocht. Die wusste schon, dass ich komme, jeden Tag. Mhm. Um 11 Uhr war ich da und danach essen, schlafen, mehr. 11 Uhr abends. Repeat. Nee, morgens. Uhr morgens. Morgens. Wir haben morgens um 8 Uhr bis 10 Uhr trainiert und dann ging es los an den Strand. Verrückt, verrückt. Okay. Ja, was soll ich sagen, mein Lieber? Es gibt vorweg immer so 5 Fragen, die ich meinen Gästen gerne einmal so an den Kopf werfe. Jo. Häufig werden sie von mir selber sehr spontan überlegt. Insofern geht es darum, dass du relativ aus dem Stegreif quasi darauf antwortest. Fühlst du dich den gewappnet mit sozusagen? Bin ich. Okay, für dich auch, Couch Potato oder lieber was unternehmen? Lieber was unternehmen. Bist du mehr der Konservierungsmensch, also gerne mal ein bisschen was vorkochen und am nächsten Tag oder gerne frisch? Ja. Okay. Ja. Aber auch gerne frisch, aber vor allen Dingen auch vorkochen, damit die Woche nicht so lang wird. Okay, Urlaub für dich am Strand oder an den Bergen? Beides. Beides. Im Winter gerne auf Skien und ansonsten gerne auch am Strand. Gerne irgendwo in Asien, Partei und so weiter. Okay. Südküste. Bist du mehr Cola oder Fanta? Wieder noch. Du musst Wasser, dich entscheiden. Wasser? Cola Bier? Oder Fanta? Wein? Wir würden jetzt nicht nee, dann hätte ich wahrscheinlich eine Cola. Eine Cola? Hm? Ich kann da immer nicht mehr schlafen, wenn es so ein bisschen, aber... Ja, du bist auch älter als ich. Das stimmt natürlich, ja. Ich bin deutlich älter als du. Das muss man auch so oder so ähnlich, genau. Und lieber Hähnchen oder lieber Rind? Lieber Hähnchen. Hähnchen. Alltäglich. Hm? Ehrlich? Ja. Okay. Aber ein gutes Rind ist auch schön. Gutes Rind ist auch schön. Ja, das hängt immer stark auf, wo kommt es her und wie bereitet man es zu vielleicht auch. Und alles immer gutes Fleisch und weniger Fleisch essen und so weiter. Wie kommst du auf die Idee, ich fahre nach Thailand? Weil ich Thai-Boxen wollte. Und nur deswegen? Ja. Okay. Und außerdem, weil die leckeres Essen haben. Und weil das versuchen wir jetzt hier mal nach. Leckeres Essen und Thai-Boxen. Und Thai-Boxen. Ja, mein Lieber, was soll ich jetzt sagen? Womit fangen wir an? Wir haben ja so viel zu tun hier. Es ist ja wirklich kaum auszuhalten. Ja. Wir haben uns schon die Mühe gemacht, vorweg die Karotte einmal durchzuschälen. Ja. Zum einen, weil die echt scheiße aussah. Und zum anderen wolltest du... Bisschen schäbig, ja. So voller Tatendrang, genau. Ich würde sagen, eine Länge nach halbieren und dann so ein bisschen so in so Halbmonde. Ja. Du weißt, was ich meine. So ich habe hier noch was anderes. Und zwar habe ich noch ein bisschen was Spargel, mein Lieber. Sehr gut. Es ist die Spargelzeit, die uns dazu verleitet, diesen natürlich auch zu kochen. Ja. Und es ist ja quasi die Paella des Asiens. Ja, alles was weg muss, kann rein. Wir können theoretisch Spargel reinbauen. Wir können auch doch. Wollen wir das machen? Ich denke, die Thais werden uns nicht dafür verurteilen. Also die Thais. Also die Details, genau. Vielleicht nicht alles, aber ich möchte sagen, so zwei Stangen. Würde ich sagen. Zwei Stangen sind doch da cool, ja, oder? Ja. Das ist doch mal norddeutsch neu interpretiert sozusagen. German Cuisine. Denn so kann man es wohl sagen. Schneide ich die ebenfalls ein bisschen. Pass ja. auf, ich habe hier drüben noch ein paar Schüsselchen. Ja. Ganz kurz für mich, wir haben ja gesagt, wir machen es nachher im Wok. Das bedeutet also, wir schneiden es im Groben relativ erstmal vor ja. und braten es dann nach und nach an. So ist das. Kommt dann wieder raus und zusammen hinterher wieder, damit alles die gleiche Knackigkeit mit bleibt. Mit dem Süßchen. Sensationell. Wenn man einen schön ausreichend großen Wok hat und nicht unbedingt so wie wir für 25 Personen kochen, kann man das natürlich auch geil im Wok machen. Denn die Idee im Wok ist ja eigentlich, dass man es im Prinzip unten anbrät, dann zur Seite schiebt. Jawohl. Und dann? Und dann alles nach und nach wieder in die Mitte. Kommt in die Mitte das Neue rein, das brät man auch wieder an, schiebt es dann wieder zur Seite. Und so wird es an der Seite vom Wok immer mehr. Und in der Mitte wird dann auch warm. Und in der Mitte kann man immer mit der scharfen Zone anbrennen oder anbraten. Und nach und nach am Ende des Tages schiebt man alles wieder zusammen und dann passt es. Dann wird's gut. So war eigentlich die Idee, oder? Genau. So ist das.
Ja, ich schneide einfach mal, du schneidest einfach mal ein bisschen. Und guck mal hier, wir sind ja gleich auf. Naja. Das habe ich aber auch selten, dass Gäste so. Guck mal, ich kann nicht dabei noch tief in die Augen schauen. Verletze dich nicht. Ich hoffe, ihr habt Pflaster. Ja. Wir haben Erste Hilfe. Erste Hilfe-Hund haben wir dabei. Na, heute. Guck mal. Der rettet dich aus dem Ding. Aber genauso habe ich mir das vorgestellt. Mein lieber Lasse, du bist bei mir aber nicht nur als ausgezeichnet guter Koch, der quasi, also jetzt nicht beruflich Koch, aber Hobbykoch, nee, ja. Der nicht nur gerne in Thailand boxen geht, sondern der grundsätzlich auch Ski läuft und ja. So habe ich das verstanden. Und aber auch noch eine andere Funktion hat, nämlich eine zum Thema Nachhaltigkeit vielleicht. Ja. So ein bisschen vielleicht Lebensmittelverschwendung? So ist das, genau. Deswegen passt das hier ganz wunderbar auch mit dem Spargel. Ich engagiere mich bei Futter Teresa. Futter Teresa, schöner Name. Ne? Ja, aber wie kamen denn da drauf? Wie wir genau darauf gekommen sind, weiß ich gar nicht mehr. Ist das was Regionales? Das ist was Regionales. Was Regionales? Das ist wirklich ein Braunschweiger Projekt. Okay. Wir gehen zu Einzelhändlern, retten dort Lebensmittel, die normalerweise weggeschmissen worden wären. Und dann lassen wir uns einladen von Gastronomen. Einladen. Okay. Wir kooperieren, wir machen einen sogenannten Wollte ich gerade sagen. Pop-up. Das hört sich jetzt irgendwie schon charmanter an, wenn du sagst, wir machen ein Pop-up oder wir. Also wir stellen uns da in die Küche bei den Gastronomen und Gastronomen in Braunschweig und kochen dann für Menschen Gerichte. Und das Ganze gratis, kostet nichts, hat viel Spaß und vor allen Dingen gehen die Lebensmittel nicht in den Müll. Was uns total wichtig ist. Und du weißt ja selber, ne, die besten Partys finden in der Küche statt. Die finden in der Küche statt, genau. Und von daher ist es wundervoll. Also das muss ich jetzt nochmal ganz kurz erklären. Okay, ich habe ein Restaurant, ich habe ein Hotel, wie auch immer, und dann kommt ihr zu mir, besiedelt meine Küche und so sagt, ist das. Das ist jetzt hier unser Ding. Wir räumen auch auf. Ihr bringt die Lebensmittel mit. Ja. Die bekommt ihr woher? Die bekommen wir von Einzelhändlern über Foodsharing. Wir kooperieren mit Foodsharing. Die sagen uns also vorher, wir dürfen zu Lebensmittel-Einzelhändlern gehen. Okay, das heißt jetzt wiederum, angenommen, ich habe zum Beispiel einen Spargelhof, habe gerade unglaublich gutes Wetter, der Spargel schießt mir wie sonst was aus dem Boden raus und weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Gerne Bescheid sagen, Spargel immer gerne. Dann könnte ich dir Bescheid sagen und du kommst mit deinem Auto vorbei oder mit dem Lastenrad. Genau, mit deinem Lastenrad, mit deinem kleinen Elektroroller kommst du vorbei und holst den Spargel ab, Huckepack, und dann bereitest du den nicht für dich zu, sondern? Nee, wir haben in der Regel so zwischen 500 und 300 Gästen, je nachdem, welches Event wir machen. Also Restaurant, Einzelhändler hat irgendwas über, muss weg. Einzelhändler aber nicht über. In die Tonne. Genau. Restaurant sagt, ich biete euch meine Küche an, montags habe ich Ruhetag, kommt nochmal vorbei. Und ihr als Futanesca, diejenigen, die sagen, wir holen beim Einzelhändler ab, bereiten es in der Küche zu. Genau. Und dann gibt es noch Gäste, die wir einladen. Tante Hildchen und Opa Horst, und die beiden kommen dann zum Essen. Die kommen dazu. Candlelight, so ist das. Zahlen 500 Euro und gehen wieder. Zahlen gar nichts. Warum nicht? Das ist der Witz dabei. Na, weil uns das wichtig ist, dass es sich das jeder leisten kann. Wir sagen in der Regel, das ist ein Konzept vom Müllmann bis zum Millionär. Wir wollen wirklich alle Leute dabei haben. Schön gesagt, ja. Und von daher, wir machen das Ganze gratis. Gegen Spendenbasis, wer gut gegessen hat. Jetzt da ist der Haken. So, jetzt haben wir es doch. Haken ist es gar nicht. Haken. Wer gut gegessen hat, darf sich gerne mit einer Spende beteiligen. Und in der Regel ist es so, damit die Gastronomen und Gastronomen auch was davon haben, machen wir es so, dass dann die Getränke die auf den Nacken der Gastronomie gehen. Bezahlt werden. Das heißt also, meine Flasche Chardonnay für 25 Euro, die muss man dann schon kaufen. So ist das, genau. Hier stand mal klein, bitte. Jawohl. Und das macht ihr wie oft im Monat, im Jahr, im Quartal? Das machen wir mindestens einmal im Monat. Plus dazu machen wir auch noch diverse Workshops, gehen also teilweise an Schulen, haben eigene Workshops rein. Genau. In den Schulen wollen wir den Schülerinnen und Schülern zeigen, was man mit Lebensmitteln noch alles anstellen kann, die sonst in den Müll gewandert werden. Bei den Workshops machen wir das so, dass wir so thematische Workshops oft machen. Das heißt, da machen wir dann Fermentationsworkshops, Einkochen wie Oma, solche Sachen. Das ist wieder bei Preppen, ne? Vorkochen und so weiter. Ja, so. Genau, das hatten wir gerade schon mal kurz. Sauer einlegen, fermentieren lassen. Also Dinge, die man vielleicht noch früher gelernt hatte von Oma, aber jetzt nicht mehr so. Ja. Und die alle dabei helfen, saisonal schönes Gemüse einfach auch dann für den Winter fit zu machen, frisch zu machen. So. Okay, und das macht ihr an Schulen oder wollt ihr zukünftig an Schulen machen? Das machen wir schon an Schulen, aber das machen wir auch für alle anderen. Ne? Also dann nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern du kannst auch gerne mal vorbeikommen. Und in der Regel, das ist dann eine andere Geschichte, machen wir das so, jeder bringt ein bisschen mit, was er sonst noch auf seinem Küchenboard stehen hat. Ah. Und wir bringen ein bisschen was mit. Plus noch Gewürze natürlich. Und dann stellt man sich hin und sagt jetzt so, und jetzt gucken wir mal. Genau, dann gibt es so eine halbe Stunde kleine Schulklasse. Lasse erzählt, wie das mit Lebensmitteln funktioniert. Guck was mal. Man noch konsumieren kann, worauf man aufpassen soll. Wird denn auch gekocht dann? Ja, na klar. Das ist ja der Hauptteil. Nee, wir sind im Haus der Familie.
Ah. Aber in der Schule machen wir das auch teilweise. Hm. Da wird auch dann mit den Schülerinnen und Schülern gekocht. Okay, das macht natürlich Sinn. Wobei dann, ja, also wenn man die Möglichkeit hat in der Schule, setzt das natürlich ein Stück weit voraus, weil sonst wird es, glaube ich, wahrscheinlich eher, oder könnte es zumindest schwierig werden, würde ja. ich mal so pauschal behaupten. Ja, okay. Braucht und eine Küche. Wie finanziert ihr euch da? Also das ist ja also jetzt ausschließlich über die Spenden und also du machst das wirklich komplett ehrenamtlich? Ich mache das ehrenamtlich, ja, ja. Ich okay. kriege da kein Geld dafür. Wir werden finanziert, wir haben so ein paar kleinere Preise hier in der Region gewonnen. Wir finanzieren uns über die Spenden, weil wir haben natürlich auch ein bisschen Ausgaben. Ne? Ja, ja, natürlich. So Sachen wie Gewürze, Reis, Nudeln, was wir verkochen, das wird in der Regel jetzt nicht weggeworfen vom Einzelhandel. Die Lauchzwiebeln gerne ein bisschen in den Ring. Spargel haben wir schon. Spargel haben wir schon. Irgendwo habe ich schon Spargel hingelegt. Na, da, Spargel habe ich schon. Hier ist Karottenschale in meiner Spargel. Mein Spargel. Entschuldige. Du sabotierst mich. Jetzt packe ich auch ein bisschen Spargel in deine Karotte rein. Du sabotierst mich ja total hier. Schade, ich habe keine Spargelschale mehr Verrückt. Dabei. Mhm. Unsere Abfallschale ist hier drüben übrigens. Ah, sehr gut, dann nehme ich die nochmal. Was machst du beruflich, dass du den ganzen Tag Zeit hast, um dich ehrenamtlich zu engagieren bei Futter Nesca? Futter Teresa, meinst du? Meine ich noch, ja. Futter Nesca nicht, genau. Futter Nesca. Ich bin mal Volkswagen beschäftigt und in der Regel ist das so, dass wir das Ganze abends machen. Deswegen können wir zum Beispiel auch gar nicht so häufig, wie wir das möchten, in die Schulen reingehen. Bei dem sympathischen norddeutschen Autobauer. Bei einem großen Automobilkonzern. Okay. So ist das. Und so, das ist für uns eine Herzenssache, die wir dann wirklich nach Feierabend machen, okay. jeder von uns. Und bei uns sind Studenten, Volkswagen-Mitarbeiter, Rentnerinnen, Rentner, also nur wirklich alles durch die Bank. Weil ja auch jede Hand gebraucht wird, kann ich mir vorstellen. Ja. Also sich da zu engagieren und so, das ist ja auch alles wirklich viel Aufwand tatsächlich, finde ich, muss man ja sagen. Ja. Komm, wir können Spargel und Karotte packen wir zusammen, die haben ungefähr gleiche Garzeit. Ja. Wir können so hier gleich die Links anpacken. Und das macht es natürlich, wie bist du zu dem Projekt gekommen? Also gab es dann die eBay-Kleinanzeigen, was ist der letzte Preis? Und dann hast du gesagt, hier, ich melde mich. Oder? Ich habe das in der Tat bei einer guten Freundin gesehen auf Instagram. Ah, dieses Social Media, dieses Internet, das setzt sich eben hat sich durch. Doch jetzt wieder durchgesetzt. Hat sich durchgesetzt. Hat sich durchgesetzt. Hat sich bei dir jetzt doch mal durchgesetzt, okay. Und darauf bin ich auch aufmerksam geworden. Da ging es darum, dass wir direkt nach Corona wieder geöffnet haben, das erste Mal. Ah. Und ich habe die Öffnung mitgemacht und dann war relativ schnell klar, da will ich dabei bleiben. Zuschlagen. Und so ist es dann auch geblieben. Jetzt machen wir das weiter. Okay, ist das so ein bisschen aufgebaut? Also hat irgendjemand, also gibt es Leute, die spezielle Aufgaben haben? Macht jeder so ein bisschen alles? Oder? Wir haben so, sagen wir mal, eine Supporter-Gruppe mit so rund 50 Leute, die wir für die Events immer mal wieder ansprechen, ob sie dabei sein wollen. 50 Leute, das ist ja wirklich wahnsinnig viel. Ja. Aber die haben doch alle jetzt auch unterschiedliche Auffassungsgaben vom Kochen, oder nicht? Ja, also, aber die sind ja nicht alle in der Küche. Ne? Wir haben uns schon so ein bisschen in die Aufgaben spezifiziert. Also wir haben Marketing-Team, wir haben Leute, die Events selber organisieren. Marketing-Team, wie geil. Naja, dieses Social Media muss ja auch gepflegt werden. Das muss auch gepflegt werden, die Freundin, von der du erzählt hast. So ist das. Gerne bitte abonnieren. Wir wurden gehackt als Instagram-Kanal. Unser alter Instagram-Kanal wurde kaputt gemacht. Das liegt daran, dass ihr so ein verdammt einfaches Passwort hattet. Jeder weiß doch inzwischen, dass man da ein Ad dran setzt und ein Ausrufezeichen und so weiter. Ja. Eines der Lieblings- Passwörter der Deutschen war übrigens meine Zeit lang Erdbeermarmelade. Und Admin, auch Admin 123. Ja, 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 aber das sind ja so die Klassiker. Aber so Erdbeermarmelade fand ich schon ziemlich gut. Kann man schon machen, ja? Das fand ich schon ziemlich gut. Naja. So, wir schmeißen das Fleisch in die Pfanne, sehr gut. In der Zwischenzeit, genau so ist es. Währenddessen die Pfanne jetzt verdammt laut ist, habe ich schon mal ein bisschen Wasser aufgekocht, denn wir haben Reisnudeln und die Reisnudeln werden gerade ein Stück weit schon vorgekocht, ehe die dann hier mit in die Pfanne reinkommen. Final garen. Wie bitte? Und final garen. Und final garen, genau so ist es. Das Interessante ist, mein Wok ist von unten tatsächlich nahezu rund. Ne? Das heißt, also, der hat ja eine interessante Auflage, da liegt er so drauf. Und das Induktionsfeld, und trotzdem, ne? Das Induktionsfeld macht den heiß, genau. Und dadurch kann ich den halt so ein bisschen hin und her schwenken, wie ich möchte. Und wenn ich jetzt hier mehr Temperatur brauche als hier oben, dann kann ich den halt entsprechend so ein Stück weit hinschwenken. Ne? Oder hier ein bisschen mehr Hitze. Und das macht die ganze Sache dann interessant, genau. Wie lange lassen wir das jetzt drin? Vorweg habe ich noch ein bisschen Rapsöl dazugegeben, ja, und damit lassen wir es jetzt einfach erstmal schön kräftig anbraten. Ich kann hier noch mal eine Stufe höher schalten tatsächlich. Dann nehmen wir es gleich wieder mit raus und dann machen wir im Prinzip weiter. Ich würde fast sagen mit dem Gemüse, weil ich es mit am längsten brauche. Wir haben jetzt grundsätzlich keine Zwiebel bei, aber wir haben die Lauchzwiebel, das passt, oder? Ja. Und jetzt hattest du überlegt, wie wäre es denn vielleicht noch, wenn wir ein Topping dazu machen? Ja. Und dafür haben wir ein bisschen altes Brot mitgebracht, ja. oder du vielmehr so. Genau, wir hatten mal ganz häufig bei Futter Teresa, altes Brot ist eigentlich immer so ein Klassiker. Ja. Wir machen da häufig Brotknödel da draus oder auch Brotkrumen, also in unterschiedlichsten Varianten bis hin zu Pfannkuchen, die wir dann aus dem Mehl draus machen. Ah, ja, das Schöne ist ja bei so einem Brot, wenn es ein bisschen älter ist, dann ist das natürlich super lange konserviert, wenn man so möchte. Ne? Ja, kann geht nicht kaputt. Ein bisschen länger stehen, wollte ich gerade sagen, geht nicht so schnell kaputt und dadurch ist das wahrscheinlich auch eine Sache, die ihr herzlich gerne verarbeitet, oder? Ja.
Haben wir aber auch massenweise von. Angenommen, ich bin jetzt ein Einzelhändler und habe tatsächlich irgendwie ein bisschen Obst, Gemüse, was auch immer. Und ich sag jetzt mal, in der Foodsharing-App 1, 2, 3 ist kein Platz mehr oder ich möchte das da nicht anbieten, dann kann ich mich theoretisch bei euch melden? Genau, das ist am einfachsten. Also Foodsharing, das ist ein relativ komplizierter Aufnahmeprozess, gerade für die Einzelhändler. Ja. In der Regel ist es so, wir holen auch gerne mal ab. Wir hatten es im letzten Herbst zum Beispiel so, als die Obstbäume viel getragen haben, dass wir dann auch privat angesprochen wurden. Auch schön. Einfach Obst abzuernten, Pflaumen, Birnen. Das wäre also auch denkbar. Da muss ich jetzt nicht irgendwie spezielle hygienische Voraussetzungen mitbringen. Nein, bei Obst ist das kein Problem. Also wo wir Problem. Wirklich hellhörig werden, sind dann Dinge wie, und das wirst du kennen, Rind, Wild, was über ist und keine Ahnung Fisch, was. Ganz Fisch, viel auch schön. Fisch, ja. Ne? Also Fisch, wo wir jetzt nicht wissen, dass die Kühlkette eingehalten wurde. Ja, verstehe. Das kann ja durchaus mal ziemlich gefährlich werden. Solche Sachen sind wir sehr vorsichtig, das sagt man kochen. Zumindest mal geht man kein Risiko ein. Nein, genau. Das lieber entsorgen, aber bei Pflaumen kann nichts passieren. Das und daraus wohl. Machen wir Marmelade quitten, ganz viel quitten. Auch schön, ja, gute Idee. Ja klar, warum denn noch nicht? So, jetzt habe ich die bessere Hälfte des Vertrauens und möchte die mal nett ausführen. Ja. Habe aber nur ein kleines Budget, deswegen kann ich auch zu euch kommen. Na, wo finde ich denn jetzt so einen Termin her? Also online gerne online mal auf unsere Internetseite gucken, futter-theresa.de. Ja. Okay. Da sind die jeweiligen Termine mal drin. Sowohl die Workshops, die wir anbieten, sind dort vermerkt, als auch die Öffnungszeiten für unsere Pop-Up-Events. Aha. Und natürlich auch gerne für den Newsletter anmelden. Da gibt es dann auch mal jeweils die aktuellen Events. Okay, Hähnchenbrust habe ich ein bisschen angebraten, relativ farblos. Im gleichen Atemzug bleibt sie dann aber schön saftig. Im weiteren Verlauf hatte ich ja gesagt, machen wir jetzt hier ein bisschen das Röstgemüse mit rein, in Anführungszeichen, das darf gerne ein bisschen mitrösten. Und ich sehe, du hast die Lauchzwiebeln so ein bisschen getrennt. Du hast das zum einen in so Streifchen hier geschnitten. Genau, das können wir ganz gut für die Garnitur nutzen. Machen wir ein bisschen als Deko, das können wir im Zweifel hier ein bisschen mit reinmachen schon. Genau. Oder? Das kann schon ein bisschen mitrösten tatsächlich. Es ist alles Geschmack. Ich habe im weiteren Verlauf auch noch ein bisschen Sesamöl, das geben wir noch dazu. Und dann haben wir hier vorne noch eine ganze Menge Soßen, oder? Was ist das so alles? Wir haben jetzt leider keine Tamarindenpaste, das käme sonst dazu. Wir haben jetzt hier aber Sojasauce, wir haben eine Austernsoße. Fischsoße, eine Austernsoße, wir haben hier Tajinensoße. Genau. Normalerweise Sesam. Sesam, ne? Ja. Mhm. Ist nicht die klassische Variante für dieses Gericht, kann man aber trotzdem mal. Na, Momentchen mal, da wird uns ja jetzt nicht die Thai-Polizei anrufen und verhaften, weil wir haben ja gesagt, in der Paella des alles kann Asiens, wollte ich gerade sagen. Gute altes Fingermotto, genau so machen wir das. Hatten wir halt gerade über, also. So, genau, dann haben wir hier noch so ein paar Sprossen, auch immer schön. Die machen wir dann aber ganz zum Schluss rein, weil die relativ schnell verfallen. Das gleiche wie mit dem Grünen, das geht auch zum Schluss mit rein. Genau. Wunderbar. Eierchen kommt noch mit dazu. Schlagen wir gleich ein bisschen auf. Das Rote ist das ist Ketchup. Ketchup. Aber kann sagen, ja, gibt noch mal einen guten Geschmack. Ja, das stimmt allerdings, wobei dicht angesiedelt auch hier ist diese Sweet Chili Soße. Die ist bei den Nuggets des Vertrauens. Ja, die hat noch mehr Knoblauch drin. Knoblauch haben wir gar nicht. Ja, warum stimmt. denn eigentlich nicht? Wie wär's mit Knoblauchöl? Ja, wenn du hast. Hab ich. Alles ich habe so einen Kühlschrank, der gibt mir alles, was ich möchte. Ich muss nur ganz fest dran denken. Ganz sehr fest, gut. Ich denke ganz fest an Knoblauchöl aus dem Litermaß, aus dem Kühlschrank. Und dann, wenn alles gut geht, geflogen. Wenn alles gut geht, kommt das auch. Genau. Einmal vielen Dank, lieber Kühlschrank. Kennst du das, Lasse? Hast du einfach Knoblauch klein gemacht, mit Öl aufgegossen? Ja, wobei klein gemacht ist übertrieben. Ich habe es einfach püriert. Ah ja, guck. Ne? Also ich nehme mir einfach eine Knolle Knoblauch, die schäle ich. Wenn es gut läuft. Perfekt. Je nachdem, wer kommt und wie viel Lust ich dazu habe. Und hält sich ewig. Genau so ist es. Unten setzt sich im Prinzip das Knoblauchmark ab, oben jetzt das Öl. Ja. Das obere Öl könnte ich jetzt auch zum Anbraten nehmen, währenddessen der Knoblauch unten zu schnell verbrennen würde. Deswegen damit eher lieber ein bisschen apö. Aber Knoblauchöl können wir machen. Und jetzt brauchen wir, angenommen, du stehst morgens auf und denkst, was mache ich heute? Zähne putzen, fährst irgendwie in deine Kochschule, die du hast und denkst, heute drehst du mal ein paar Filme ab. Dann brauchst du dir die Arbeit nicht machen mit Knoblauch suchen, schälen, schneiden. Und die Hände stinken auch mal so. Und die Hände stinken nicht, genau, das ist richtig. Und ganz unter uns mal, ne? Wenn du mal richtig faul bist, dann nimmst du einfach gefrorenen Knoblauch, passt genauso gut. Aber nur wenn und so, genau. So, das Gemüse macht dir schon echt guten Eindruck. Ja, soll ich schon mal die Eier aufschlagen, sag mal? Das kannst du gerne machen. Warte mal, ich gebe dir mal hier ein Eieraufschlaggerät. Guck mal, das hier. Ein sogenanntes? Also, ja, genau. Und dann gebe ich dir noch eine Eieraufschlaggabel sogar. Guck mal hier. Was machen wir mit deinen Brotgruben noch, mein Lieber? Ich würde sagen, die machen wir einfach in ein bisschen Knoblauchöl, kippen noch mal so ein bisschen leckere Gewürze dazu. Ja.
Was machen wir? Was guck machen mal, siehste. Ja, mach doch mit, Charles. Ich ja, muss ich mitessen? Nee, ne? Nee, heute nicht. Was machen wir mit, der ganzen Creme-Geschichte da hinten? Was haben wir damit noch vor, jetzt final? Das kippen wir einfach zusammen. Das kippen wir einfach zusammen? Das kippen wir zusammen, rühren gut durch. Okay. Und dann haben wir das. Und dann haben wir das, sagt er. Das ist nachher die Soße, die dann ganz zum Schluss die Nudeln bedeckt. Die Soßengrundbasis sozusagen. So ist das. Und somit kriegen wir auch richtig Geschmack ab, ohne dass wir zwischendurch irgendwo großartig mit Salz und Pfeffer rumwürzen müssen. Ja. Weil so eine Austernsoße, weil so eine Sojasauce. Die haben ordentlich Salz, da müssen wir nicht mehr ganz viel tun. So ist es wohl, genau. Karotte übrigens auch nicht ganz so lange, aufgrund der Tatsache, dass sie sonst natürlich zu weich wird. Und so kriegst du noch ein bisschen Biss, oder? Ja, also die Thais machen das auch relativ al dente wieder schön. Ja, sagt, genau. Ne? Deswegen kann ich auch schon die Nudeln abgießen. Ja. Jetzt haben wir allerdings eins nicht gemacht. Na? Wir haben sie nicht mit der Schere ein bisschen vorweg durchgeschnitten. Ja, das ist kleingeschnitten. Das könnte uns gleich zum Fängnis werden. Ja. Möchtest du eigentlich Stäbchen haben gleich zum Essen? Ja, das können wir machen. Ich würde allerdings doch noch ein bisschen. Ist das Salz hier bei dir? Nee, das ist Zucker. Das stimmt. Guck mal, das ist in der Mühle. In der Mühle findest du Salz. So ein bisschen Salz, so ein bisschen machen wir dann doch nochmal. Okay. Ja. Wer hat sich das einfallen lassen, dieses Futter Theresa? Also kannst du da ein bisschen was zu sagen? Ist das irgendwie aus dem... Das ist mein Sozialprojekt gewesen in Braunschweig. Ah. Die Initiatoren, die das mal gestartet haben, sind gar nicht mehr hier, sondern in Berlin. Das Aha. ist ein sogenanntes soziales Inkubatorprojekt. Okay. Wir haben das dann aufgenommen nach Corona, als es wieder möglich war für die Gastronomie. Machen die das noch in Berlin jetzt oder was? Nee, ich glaube nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht, ehrlicherweise. Gute Frage. Der Erfolg Frage. In Braunschweig so überragend. Die Berliner haben Angst vor uns. Zu Recht. Völlig zu Recht. In verschiedenen Gesichtspunkten, muss man fast sagen. Guck mal, da kannst du aber noch so ein bisschen Limettenschale ruhig auch noch über das Brot machen. Ja. So alles lecker Geschmack, ja klar. Aber das braten wir noch an vorher. Dann ja, machen lieber, ich wollte machen wir danach den Saft vorher ja. rausholen. Ja. Dann gucken wir mal, vielleicht, ob wir noch ein Schälchen haben. Und dann machen wir da ein bisschen Dings rein und dann, also Schale und dann dahinterher. Das passt doch wunderbar. Ja. Ja, reib du doch mal ein bisschen. Jetzt könntest ja. du auch mal was machen. Hier. Na, endlich mal arbeiten. Du bist schon hier Gast in meinem Laden, dann kannst du das auch mal machen. Braucht ihr noch, wenn ich jetzt sage, verdammt, das ist eine coole Nummer, ja. wie kann ich euch zur Hand gehen? Also, jederzeit und herzlich gerne Unterstützer, immer willkommen. Einfach über Instagram schreiben, mir eine Mail schreiben, an unseren Kanal. Jederzeit und herzlich gern. Wir machen mindestens einmal im Monat eigentlich eine Veranstaltung, wo wir nochmal so eine kurze Telco machen. Was ist Futter Theresa? Wie kann man sich engagieren? Okay. Was suchen wir? Wen suchen wir? Kurzer Spoiler, alle. Wie viele Leute seid ihr aktuell im Team? Du hast gesagt, du hast so einen Pool von 50 Leuten, wo du gerne 50 Leute und 8 Leute kümmern sich intensiver so in der sogenannten Leitungsgruppe darum, dass das alles auch ein bisschen strukturiert abläuft. Okay, das klingt ja echt wahnsinnig nach wahnsinnig gutem Zuwachs auch tatsächlich, ne? Ja. Und wie macht ihr Werbung dafür? Also tatsächlich ausschließlich Social Media? Social Media vor allem. Zur Mundpropaganda. Ich kann mir vorstellen, Newsletter. Dass man auch häufig die gleichen Leute sieht, oder? Also ich meine, wenn ich ja. so ein Pop-Up-Event mache ja. und ich sage, Mensch, pass auf, ich kann hier meine Monika mal schön ausführen für 20 Euro. Ne? Wobei 50 natürlich lieber gesehen wird, aber halten wir es mal im Verhältnis gesehen, Teller gerichten 10er irgendwo oder vielleicht 15 Euro, dann ist man ja völlig gut dabei. Es gibt ja 3 Gänge, ne? Ach, gerne auch 100, aber es, ja. es gibt 100 Gänge, nee, 3 Gänge. 3 Gänge und 100 Euro nehmen wir auch gerne. Nein, also wir sehen durchaus öfter mal auch dieselben Gesichter, wir versuchen das allerdings auch ein Stück weit zu mixen, ne? Dass jeder auch mal die Chance hat. Wir haben bei den ersten Events mal angefangen mit 100 Leuten, 200 Leute, 300 Leute und sind dann relativ schnell an Grenzen gestoßen. Das glaube ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Einfach das weil ja auch schwierig. Die Location muss ja dafür ausgemacht sein. Du brauchst sein. Die Infrastruktur. Ihr müsst ja selber auch was ja. machen und vor allem brauchst du auch ja. die ganzen Lebensmittel und zwar. Ja. Punkt verlässlich. Genau. Verlässlich. Ja, und Punkt genau. Es macht ja nichts, wenn du Mittwoch, Donnerstag, Freitag, wenn du da die Sachen hast und du brauchst sie aber am Sonntag. Und die vom Eben. Montag, von der Vorwoche, sind dann vielleicht nicht mehr so geil, also selbst Eben. Nicht mehr für euch in Anführungszeichen. Und deswegen haben wir das umgestellt. Wir machen jetzt so Runde 50 bis 60 Gäste. Pro Abend und deswegen ist es schön, wenn man eine gewisse Durchmischung einfach auch hat. Okay, ne? und das ist nicht immer dieselben Leute. Ein Stück weit einfacher mit dem Publikum bzw. mit den Lebensmitteln. Ja. Besser planbar für uns. Da melde ich mich vorher an. Ja, bitte. Zahle ich dann auch was dafür? Nein. Ich zahle nicht, ich komme oder ich komme nicht. Bitte gerne kommen, das ist ein Problem, was wir in der Tat manchmal haben. Dass die Leute sogenannten No-Shows. Ja, genau. Wenn es nichts kostet, dann ist es nicht so verbindlich. Das ist also unser einziges Prinzip, wo wir versuchen, wirklich auch eine Verbindlichkeit reinzukommen, weil das ist ärgerlich, wenn wir anderen Leuten absagen müssen. Und die Leute, die angemeldet sind, kommen nicht. Die kommen dann halt nicht. Das finde ich durchaus ärgerlich. Und dann ist es halt schade um das Projekt Willen, wenn man so möchte. So ist das. Ganz kurz, brauchen wir hierfür noch eine extra Pfanne?
Machen wir das extra? Extra dann? Pfanne wäre doch super. Machen ja, wir. Dann machen wir das sofort, genau. Hier können wir theoretisch schon mit dem Hähnchen weitermachen, oder? Dann machen wir das Hähnchen mit rein, genau. Dann würde ich hier nochmal dazugeben, ein bisschen Zucker, damit wir ganz klein wenig einkaramellisieren. Im Anschluss würde ich sonst das Ei damit zugeben. Ja. Und dann können wir eigentlich... unser Tofu müssen wir noch, ne? Den Tofu, der können wir auch gleich mit dazugeben, genau. Ja. Wobei, also der ist ja extra so klein gebröselt, dass er so ein bisschen als Beilage drin ist, möchte ich mal fast sagen. Sollen wir ja schon mal vielleicht die Sachen zusammenschmeißen? Die Soßen zusammen. Mhm. Haben wir hier was zu? Hier. Da war das Hähnchen drin. Auch ich versuche in der Nachhaltigkeit nicht zu viel einzusauen. Aber das rohe Hähnchen, ne? Wie bitte? Das rohe Hähnchen. Nee, das angekochte Hähnchen. Ja, sehr gut. Das angebratene Hähnchen quasi, alles gut. Wo siehst du dich mit dem Projekt in den nächsten 2-3 Jahren? Also Futter Theresa, was erwartet perspektivisch ihr? Perspektivisch wäre das toll, wenn wir irgendwann uns mal einem festen Standort nähern könnten. Okay. Da gucken wir schon immer so mit so einem halben Auge, ob das und wie das möglich ist. Das ist aber angesichts der Immobiliensituation in Braunschweig. Also richtig als eigenes Ladengeschäft, sagst du? Ja, dann müssen wir das irgendwie kombinieren. Dann wird es sicherlich irgendwie eine Kombination sein aus Café, Bildungseinrichtung, Restaurant, Konzept. Das trägt sich dann aber nicht von vornherein, sondern... Da müssen wir sicherlich dann auch noch ein bisschen Fördergelder akquirieren. Also das wird was Perspektivisches werden. Da brauchen wir eine starke Bank an unserer Seite. Liebe Banken, wenn ihr noch ein bisschen Geld über habt. Wir würden was nehmen. Immer herzlich gerne melden einfach. So oder so ähnlich auf jeden Fall. So, jetzt flockt das hier so ein bisschen komisch aus, macht aber nichts. Wir schmeißen es eh gleich zusammen. Wollte ich gerade sagen, sieht doch erstmal nur doof aus, aber nicht weiter schlimm. Ich mache hier hinten die Pfanne ein bisschen heiß, ja, fürs Brotgedöns. Was möchtest du drin haben? In Rapsöl, Olivenöl, Sesamöl? Machst du mal ein Rapsöl? Rapsöl, ja. Wir müssen es ja relativ heiß machen. Ja, machen wir. Viel hilft viel. Jo. Dann machen wir noch so ein bisschen Attacke drauf. Wunderbar. Wenn du zu Hause in deiner Küche stehst, da wird natürlich nicht jeden Tag asiatisch gebastelt, sondern da wird was so gemacht? Da wird ganz viel Salat in der Tat gemacht, weil man das wundervoll vorbereiten kann für die nächsten Tage. Aber asiatisch auch gerne. Das habe ich gehört, dass du ein großer Salatfan bist tatsächlich. Ja. Also in allen Variationen? Ja, in allen Variationen. Dann wäre mal so ein Quickie-Spargelsalat vielleicht das Richtige für dich. So mit einem Burrata drauf oder so. Na, mal gucken. Ich hörte davon. Ich hörte davon. Ja, es spricht sich rum hier in den Kreisen sozusagen. Das ist übrigens das, was ich vorhin schon sagte, ne? Dass wir das so ein bisschen mit dem Wok so ein bisschen unten anbrutzeln kann und dann immer so ein Stück weit nach und nach an die Seite schiebt, sodass man also in der Mitte wieder Platz hat, während an der Seite im Prinzip die Zutaten dann zum Warmhalten liegen und man unten jetzt wieder quasi ein Stück weit frisch anbraten kann. Ich glaube, das hatte ich vorhin mal kurz erwähnt. Denn da würde ich jetzt so langsam aber sicher auch schon fast das Ei mit reinnehmen. Mhm. Das Öl ist übrigens hier drüben gleich heiß, mein Lieber. Ja. Dass du das mal weißt. Das ist gut. Salat dann aber in allen Variationen, Formen, Farben und... Formen, Farben, Gemüse mit drin, Protein mit drin, Fleisch, Tofu. Oh, wei, oh, wei, wie ist das? Egal was. Okay. Ja. Alles, was irgendwie so ein bisschen weg darf, weg muss, weg soll. Ja, vor allen Dingen was Frisches und Gesundes. Ne? Also ich bin ja nun Angestellter, ich sitze relativ viel. Mhm. Stimmt. So, wenn ich jetzt mir jeden Tag die Pasta reindonner, da kann ich nicht mehr arbeiten. Durchaus. Saft haben wir schon irgendwo hier drin, ja? Okay. Hm? Ja, hervorragend. So, da müssen wir gleich ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ja sehr salzig. Können wir erstmal ein bisschen abwarten. Ja. Worauf warten wir denn? Na, wenn du fertig bist. Achso, okay. Die Nudeln dazu. Und dann nach und nach, je nachdem, wie viel wir brauchen. Ja, wobei den Rest, den wir hier so haben, der ist ja grundsätzlich erstmal riecht der oder schmeckt ja noch nicht so viel. Insofern passt das wohl. Möchtest du gerne mal kurz ein bisschen die Brotkrume hier drüben so ein bisschen den mal angucken? Dann können wir gleich auch nochmal vielleicht so ein bisschen Knoblauch hier von hier rein. Ja, das können wir gerne machen. Aber das muss wirklich knusprig werden, ne? Das darf ja auch. Genau. Das darf ja auch. Da sind wir noch nicht so weit. Du kannst auch gerne noch ein bisschen Temperatur draufgeben und dann passt das. Genau, hier unten haben wir gerade auf 12. Oh lala, jawohl. Komm, 14. Genau, wollte ich gerade sagen. Können wir gerne noch ein bisschen. Ja, treu nach diesem Motto. So, jetzt möchte ich meinen, irgendwie noch gehört zu haben, dass du dich aber auch gerne mit Rohstoff Holz wohlfühlst. Ja. Und begeisterter Hobbytischler. Hobbytischler? Guck mal, du hast ja so schöne Bretter, sowas mache ich zum Beispiel auch. Ja, habe ich tatsächlich, ja. Sowas machst du? Ja, sowas mache ich auch. Okay, das in einer kleinen Werkstatt. Du fährst im Baumarkt des Vertrauens, oder? Nein, auch da wird viel mit gerettetem Holz gearbeitet. Ah. Dinge, die bei einer Tischlerei normalerweise in den Abfallofen wandern würden, werden da noch mit einem zweiten Leben belegt. Ah, das klingt aber gut tatsächlich. Ja. Ich habe eine Treibholzlampe bei mir zu Hause stehen. Ja. Die ist total hübsch und sieht echt gut aus. Und da ist es tatsächlich so, dass dieses Treibholz eine ganz lange Zeit tatsächlich irgendwo im Wasser und dann ist die da gerettet worden, also wenn man das so möchte. Und dann unten quasi einzementiert und jetzt hängt da so ein Kabel drumherum und das sieht auch total futuristisch aus. Tatsächlich. Ja, völlig.
völlig hübsch. Huch, guck mal hier. Ich kriege Angst. Übermotiviert. Ich gehe mal hier drüben, diese Seite so ein bisschen. Tschüss. Ja, ja, mach du mal da vorne. Mach du mal, sag du mal meine Küche ein. Sag mal, du hast doch so ein bisschen Knoblauchöl, ne? Dafür sieht hier mein Ei-Zeugs auch nicht so viel besser aus. Ja, genau, hier einfach ein bisschen durchrühren, wenn du möchtest, ne? Genau, das sieht schon gar nicht schlecht aus. Ich fürchte fast, wir können uns hier die Nudeln schon drin vorstellen, oder? Ja. Und pass auf, die nehme ich hier noch mal kurz aufs Brett. Dann schneide ich die noch mal kurz ein bisschen über. In der Hoffnung, dass die jetzt hier noch nicht ganz so verflatscht sind. So, da ist doch ja klar. Jetzt können wir hier mal ein bisschen runtergehen. Ja, du musst. Im Zweifel kann man die Pfanne einmal kurz ein Stückchen hochnehmen. Genau. Und wenn die so sehr heiß ist, ruhig ein bisschen in Bewegung lassen. Siehst du kleckerst auch hier. Und pusten. So. Mir zupusten und nicht dir. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Projekt und auf jeden Fall noch eine ganze Menge Arbeit, wenn man das so raushört. Einzelhändler habt ihr aber genug, die quasi. Ja, in der Tat. Sind. Ja, das sind die großen Ketten. Namen dürfen wir nicht nennen, das ist der Kodex von Foodsharing. Aber das reicht auf jeden Fall. Ah, mehr okay. Dürfen wir nicht nennen? Wollen wir nicht nennen? Nee, dürfen wir in der Tat nicht nennen. Ehrlich nicht? Ja, weil das alles, die Einzelnen haben berechtigt Angst, dass da sonst jeder Einzelne, Tante Müller, abends steht und Lebensmittel haben möchte. Und dadurch, dass es über Foodsharing dann koordiniert wird, dann versuchen die das dann auch entsprechend in ihrem Netzwerk zu halten. Okay, aber man hat tatsächlich nichts davon, außer dass man sagt, dass die Lebensmittel nicht weggeschmissen werden. Ja, weil genau. Sonst ist es ja für so eine Firma häufig der Fall, dass sie sagen, okay, gut, oder für so ein Einzelhändler, dass man sagt, okay, gut, da haben wir noch mal ein bisschen was von, wenn man... Nee, das ist in der Regel so, dass sie da keine Restetüten von machen und die noch mal verkaufen zum verbilligten Preise, genau. Wie das manchmal auch so funktioniert. Mhm. Dies wird wirklich dann aussortiert und deswegen nutzen wir das dann. Okay. So. Kurz für mich, bei deiner Asia-Oma ohne Zähne, sah das da ungefähr genauso aus? Fast, ja. Fast, ja. Okay. Ja. Ja, lecker. Oh. Ich habe gerade ein Stück Spargel gehabt. Das schmeckt ja schon echt gut tatsächlich. Wir machen noch ein bisschen Temperatur auf und dann gebe ich hier nochmal. Du hast es so liebevoll zusammengerührt hier. Ja, siehst du. Du hast ja gesagt, ein bisschen salzig, aber ich glaube, ich habe hier vorne noch ein bisschen Wasser stehen. Da geben wir nochmal einen kleinen Schluck dazu und dann passt das wohl. Ja, wir müssen das gleich, glaube ich, einfach noch mal ein bisschen schön machen. Ne? Mit ein bisschen schön machen, auf dem Teller. Ja. Mit ein bisschen Sesam und ein bisschen Grün. Richtig, Sesam ist immer gut, jawohl, ja. Und damit passt das wohl. Habt ihr Interesse daran, das Projekt so ein bisschen überregional zu fahren, zu basteln? Oder sagt ihr, ihr seid ohnehin schon aktuell so erschöpft mit dem, was ihr zu tun habt und wie ihr es macht, dass ihr das momentan eh nicht stemmen könnt? Ja, das wäre perspektivisch sicherlich total spannend. Ja. Wir sind auch schon in Kontakt mit anderen ähnlichen Ansätzen in anderen Städten. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Vor allem, wenn ich das raushöre, ist es ja häufig auch so, dass das tatsächlich junge Leute sind im studentischen Bereich und Umständen, die ja da sicherlich auch... ja, das tatsächlich auch umsetzen könnten. Weil Studenten gibt es ja in so vielen Städten. Da muss man ja fairerweise sagen, Zucker, ne? Ja. Das ist Zucker, genau. Nur eine ganz kleine Prise. Ich muss mal sicher gehen, nicht, dass das sein wird. Nee, machen wir, aber das ist wirklich dann Faustdritterteil. Ja, momentan gucken wir jetzt erstmal, dass das bei uns funktioniert in Braunschweig. Und dann können wir den Rest der Welt damit beglücken. Den Rest der Welt. Erst kommt das und dann wird die Weltherrschaft an sich gerissen. So ist das. Was machst du sonst noch so, außer Thai-Boxen? Oh, ich finde, das reicht schon erstmal. Also Thai-Boxen und Tischlerei. Also gibt es da noch irgendwas, wo noch Platz ist? Ich habe jetzt gerade mit Personal Training angefangen, um die Beach-Figur mal wieder zu kriegen. Ja, das, wo du reingekommen bist, habe ich auch gesagt, Junge, ja, ist dick geworden, der Junge. Ja, der ist dick geworden. Vielleicht ist auch die Schürze so ein bisschen, aber ich habe auch gedacht, also... Ich komme jetzt in das Alter, was da kriegt man so Rücken. Richtig. Rücken! Rücken! Rücken kriegt ich habe Rücken. Der Jucken kriegt. Von daher muss ich da jetzt was tun, damit der Rücken nicht noch doller wird. Aber guck mal, das sieht doch jetzt schon langsam an. Das sieht schon echt, ja. Wie viele Garnisonen für die Bundeswehr haben wir hier heute? Ja, für zwei Personen haben wir gekocht, ja, wie immer. Mal. Ja. Übrigens, mein absoluter Geheimtipp für dich, wenn es wirklich interessant in der Pfanne aussehen soll, ruhig mal Schokolade und Avocado machen. Das ist eine super Sache. Schokolade und Avocado, ja. Mhm. Schicke ich dir mal einen Link. Mhm. Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen Knoblauch machen. Ein bisschen Knoblauch können wir noch nicht drin, aber ich glaube, können wir mal ranmachen. Aber das hat doch schon viel Schönes. Wenn du Koriander hast, wäre das natürlich jetzt der richtige Zeitpunkt, um ein bisschen Koriander dran zu machen. Es war nicht alles schlecht. Nee. Nee. Ich habe kein Koriander. Hast du mich mit? Nee. Nee, gut. Ja, dann lassen wir das. Machen wir das. Aber für die Zuschauer, Koriander wäre jetzt ideal. Ja, Koriander wäre ideal. Wenn man es mag. Wenn man nicht mag. Die Seife schmeckt.
Obendrauf gerne, gut und gerne auch noch. Ich mach noch ein bisschen Salz dran. Ist das okay für dich? Auf jeden Du hast gesagt, Fall. Es war ein bisschen salzig, aber ich mach noch ein bisschen Salz dran. Kann noch ein bisschen. Ein bisschen Limette finde ich dran. Machen, ja, auch gerne. Und so ich erinnere mich, wie du gesagt hast, wie ich gedacht habe, Erdnuss würde da auch gut zu passen. Erdnuss, fantastisch. Auch Erdnussbutter vielleicht, ne? Gerade wenn es darum geht, ein bisschen Bindung reinzumachen oder ähnliches. Was ansonsten natürlich aber immer geht, ist halt ein Crunch aus alten Brotkrümelchen und so weiter. Genau. Ja. Kann man jetzt auch zum Beispiel Erdnüsse so ein bisschen im Mörser anmörsern, da drunter heben. Mandeln auch immer toll für solche Sachen. Ja, gerade für Leute, die vielleicht allergisch auf Erdnüsse und Co. reagieren, ist das vielleicht eben eine ziemlich haben wir Nummer. Auch oft, ja. Glaube ich gerne. Nussallergie immer gern genommen. Wie geht ihr damit um mit solchen Allergien? Also wir fragen das in der Tat vorher ab. Ah, okay. Und ich meine, wir haben nicht häufig Fleisch. Mhm. Wenn, dann verkochen wir es zwar auch. Aber es wird unheimlich viel vegetarisch-vegan auch gekocht. Macht ja auch Sinn tatsächlich und es bietet sich auch super an, finde ich. Also weil wir dann einfach nicht immer separate Gerichte machen, genau, sondern dann gucken wir Butter dann halt nicht, sondern Öl rein. Das sind dann so die Standards. Ohnehin immer ein ganz buntes Portfolio an Leuten sicherlich, die da sitzen. Und, soll ich mal absäbeln? Ich wollte eigentlich eine Schere dafür raussuchen. Ach, guck. Ich habe ja hier so Küchengeräte wie Scheren zum Beispiel. Lala. Ja. Nobel geht die Welt zugrunde, sage ich dir. Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Wann ist das nächste Event? Also jetzt irgendwie im Mai? Oder? Im Mai wird es wahrscheinlich sowas sein. Tatsächlich, okay. Habt ihr schon eine Location? Wir haben noch keine Location, ja, sind da gerade dran. In dieser Woche könnte es soweit sein. Ihr habt doch hier eine schöne Kochschule rumstehen, also vielleicht wäre das mal was. Würdest sehr du gut. Das, meinst du, das wäre umzusetzen? Ah, super, ja. Oder? Kann man super machen. Kann man umsetzen, oder? Vorbereiten kann man toll hier, der Gästeraum ist klasse. Genau, sehr viel Platz. Und du hast einen großen Kühlschrank, ne? Das ist ja auch ein Vorteil. Ich habe ein Kühlhaus sozusagen, also ich habe wirklich riesige Kühlmöglichkeiten. Einen guten Getränkekühlschrank. Auch das habe ich. Fairerweise muss man sagen, du bist vor 10 Jahren mal bei mir zum Sushi-Kurs aufgetaucht. Ja. Einfach so. Da habe ich nichts Böses geahnt, habe gedacht, wird ein ganz normaler Kurs. Ja, und dann wurde es so. Verdammt nochmal. Aber seitdem isst du auch dreimal die Woche Sushi. Mindestens. Selbst gemacht. Mindestens. Mindestens. Genau, ich habe mir sagen lassen, es gibt Leute, die nehmen inzwischen so fertige so Sushi-Bazookas. Da kommt alles rein, drückst auf den Knopf und dann. Also du musst aber das ist ja langweilig, ne? Früher hat man damit Zigaretten gerollt. Ja. Im Trash-TV. Auf dem Fliesentisch. Fliesentisch. Vielleicht wird da jetzt auch die Sushi-Rolle gemacht. Ich merke das, ja, genau. Oder zukünftig Partei vorgeschnippelt. So. Auch das ist ja durchaus denkbar. So, ich würde sagen, wir waffen uns langsam, aber sicher hier mal mit so einem paar Tellerchen. Sieht gut aus. Ja, die Küche zwar nicht, aber nee. So ist das, wenn zwei Männer hier rumkochen. Man will schon machen. Sieht das bei euch auch immer so wird aus? Wird geputzt bei dir oder muss man selber? Das ist verhandlungsbar. Soll ich hier den Sesam mit reinpacken? Ja, bitte. Ja, okay. Also aber wir können auch noch ein bisschen Sesam dann über das Partei selber drüber machen. In der klassischen Kochschule, im klassischen Kochkurs, man muss der Gast nichts machen, ey. Aber du bist ja nicht klassisch. Was bin ich denn dann? Nein, ich meine jetzt, wenn wir hier klassisch Kochkurse machen. Aber wenn jetzt natürlich jemand kommt und sagt, hier, ich möchte hier mal deinen Laden für lau haben, da muss man natürlich in der Da muss man aufräumen. Ja, fair, das machen wir auch. Ja, das machen wir auch. Wobei wir auch festgestellt haben in der Vergangenheit, die Menschen haben unterschiedliche Auffassungsgabe von Hygiene und Sauberkeit. Ja. Das ist bei jedem ganz individuell. Mhm. Also wenn die Teller nicht weiß sind, muss man vielleicht nochmal. Genau, gut, wenn man einen Hund dabei hat, der das dann kurz einmal. Nee, natürlich nicht, aber so die oder Idee. Schläft. Ja, der schläft. Also ich hätte da auf jeden Fall mal zierisch Bock drauf, da euch da vielleicht so ein bisschen zu unterstützen. Ja. Und vielleicht kann man ja auch mal über einen mittleren Geldbetrag. Das ist auch mal eine Idee. Das machen wir dann noch ganz entspannt, würde ich sagen. Genau. Schön. Ja, richten wir an, oder? Also ich meine, es ist. Ich guck mal, wie ich hier so einen Berg drauf kriege. Guck mal hier, das hier. Ja. Toll aus. Sah das wirklich so aus bei der Tante da? Fast. Da sah es ein bisschen frischer aus. Aber wir haben ja jetzt auch die europäische Variante gemacht. Wir haben die mitteleuropäische. Das ist jetzt die Braunschweiger Variante von Pad Thai. Ja, stimmt. Mit Braunschweiger Spargel. So, guck mal hier. Das ist jetzt unsere Variante. Und wenn man jetzt das Hähnchen wegdenkt, ist das tatsächlich zunächst einmal vegetarisch. Nicht vegan, aber vegetarisch. Gucken wir noch Sesam. Gucken wir. Hier haben wir noch so ein bisschen Tüdelü obendrauf. Crunch immer toll. Crunch immer gut. Guck mal jetzt. Und sobald Farbe im Spiel ist, wird alles besser. Wird alles schöner, genau. Ich finde, dein Teller ist noch ein bisschen hübscher sogar. Mhm. Ich wollte dir noch ein paar Krümelchen drauf machen. Bitte, so. Immer drauf. Ja, so. Sehr schön. Guck mal, noch so ein kleines bisschen Limette machen wir noch drauf. Wer ist hier der Koch eigentlich? Ich dachte nur gerade, oh, wir bräuchten bestimmt noch ein bisschen Limette. Mhm. Habe ich. Was für ein Gerät möchtest du haben zum Essen? Am besten eine Gabel. Eine Gabel? Wir haben da doch ein relativ kompaktes Pad Thai. Ich glaube, mit Gabel lässt sich das am besten. Lässt sich das vollkommen gut essen, würde ich fast auch meinen. Ja, genau. Ja, es sieht erstmal lecker aus. Ja, so an dieser Stelle, mein Lieber, Momentchen mal hier, bevor der schon. Der kaut ja schon, der Junge. Vielen Dank, dass du mein Gast warst heute. Gerne. Es war eine sehr kurzweilige Geschichte, fand ich. Weil wir beide aber auch so gut matchen, glaube ich, beim Essen. Ja. Würdest du wiederkommen, wenn wir mal wieder auf jeden Fall. Aber dann mit einem Glas Wein. Dann mit einem Glas Wein? Ja. Ja, wir saufen nicht so viel. Es ist kurz nach 10, Junge.
Na gut. Pass auf, wir haben so eine Sache, und zwar ist es so, dass wir quasi mit dem Gabelrücken quasi so einmal so ching, in diesem Sinne, guten Appetit. Das war meine Freude. Schönen Dank, dass du mein Gast warst, und in dem Zusammenhang vielen Dank fürs Einschalten, gerne wieder, denn auch nächstes Mal haben wir sicherlich wieder einen spannenden Gast, ein tolles Gericht. Inzwischen würde ich sagen, ja, guten Hunger zu Hause, TV38, wie auf Sendung. Guten Appetit. Ja, lass mal schmecken, mein Lieber. Ich gucke gerne anderen Leuten beim Essen zu, mach mal. Oh, lala. Na, guck mal. Yes. Guck mal, sagt er. Ja, ich gucke mal. Ist das Hähnchen so trocken geworden? Nee, oder? Nö. Toll.